In wenigen Minuten erreichen wir Kirchen. Achten Sie darauf, dass Sie kein Gepäck liegen lassen. Ja, servus Thomas. Servus. Und wie geht's dir? Wie war's? Oh du, also mir geht's super. Das freut mich zu hören. Einwandfrei. Gut, wollen wir dann zu deinem Hof laufen? Soll ich dir den mal zeigen? Ja, können wir machen. Gut, dann dürfen wir mal nachlaufen. Du, Erzähl mal so, was hast du denn alles so gemacht? War ja jetzt ähm. trotzdem, wie lang waren es? 3 Jahre? Ja, gute 3 Jahre. Oh. Ja, also war ich hin, aber. Ja. Oh, ist das so weit bis von der Bushaltestelle? Ja, wir haben es gleich, das sind wir schon. Das alte Tor, ich weiß nicht, vielleicht kennst du es noch von deinen Großeltern. Boah, so lange her. Es ist schon. Ja, ist jetzt schon eine Zeit lang. Ja. Ja, das hat jetzt die Stadt immer wieder ein bisschen intakt gehalten. Nicht viel, größtenteils immer wieder ein bisschen was erledigt. Hauptsächlich gekehrt, die Büsche ein bisschen zurechtgestutzt und so, immer wieder mal die Maschinen bewegt. Ja, wo sollen wir anfangen? Machen wir erst Gebäude, erst Maschinen, wie willst du es haben? Du, vielleicht zeigst du mir einfach gerade mal, was neu dazugekommen ist, weil ich weiß noch, hier die Ölmühle war da und auf jeden Fall die eine Traubenverarbeitung, aber du, mehr weiß ich Genau, auch nicht ja, mehr. also neu sind die Silos. Ich weiß nicht, ob du sie noch kennst. Boah. Das ist jetzt eine gute Frage, wann die herkommen sind, aber sie sind noch relativ neu im Verhältnis. Was auch relativ neu ist, ist zwar kein Gebäude, aber eine Maschine. Es wurde noch ein Fendt gekauft, ein 200er Fendt, ein Oh. Weinbauschlepper. Weiß nicht, wie du siehst, du wirst ziemlich viel mit Weinbau zu tun haben. Ja, da waren wir schon mal. Genau, das ist der 210er, der nagelneue. Kannst du auch mal reinschauen, falls du Schick. möchtest. Wow, man nimmt ihn Ist mal halt an. alles stufenlos, neueste Technik, alles vom Feinsten. Aber der Deutz nicht, ne? Nee, der Deutz, der ist noch ein bisschen älter. Na ja, gut. Aber Den können schick. wir ja auch mal schnell anschauen, wenn du willst. Sogar mit Display. Jo. Ja. Ja, sowas hatten sie teilweise in Amerika nicht, du. Ja, dann machen wir hier mal dazu. Ja, Ja, weiß nicht, wie war da die Technik so? Eher neue oder eher ältere Technik? groß und teilweise schon ja etwas älter, aber auch nicht ganz alt. Genau, das ist jetzt ein großer Dicker, sag ich jetzt mal. Ein Deutz Agrostar 661. Ja, an den kann ich mich noch Der ist erinnern. gut, den hört man auch immer wieder. Ich habe ja meinen Hof direkt neben der Straße, also wenn die Stadt dann mal eine Bewegungsfahrt macht, dann wusste ich immer sofort Bescheid. Genau. Kannst Richtig auch schön dicke damals Schlappen noch. haben sie drauf. Ja, das stimmt. Oh, warte mal. Ja, aber der wurde schon lange nicht mehr benutzt. Also so richtig feldarbeitmäßig war schon lange nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wann hier die ganzen Produktionen das letzte Mal gelaufen sind. Das schaut alles auch schon ein bisschen älter aus und schon ein bisschen unbenutzt. Ja. Hört sich aber so an, wie als würde was passieren.
Ja, mal schauen, was noch so kommt, was noch passiert. Das, was du da hörst, das ist nur die Kühlung. Ja, okay. Genau, ja, sonst hier hast du einen Hänger zum Transportieren. Die ganzen Bodenbearbeitungsgeräte. Ja. Ah, das gibt einen Spaß. Also, falls du da mal irgendwie Hilfe brauchen solltest oder so, kannst du jederzeit auf mich zukommen. Ich habe zwar mit Weinbau tatsächlich nicht viel zu tun, aber gerade maschinentechnisch oder so kann ich dir da gern weiterhelfen. Oder mal zeitmäßig, wenn es bei mir gerade passt mit Ernte und so weiter, gern mal aushelfen oder so, wenn du einen Fahrer brauchst. Oder dir auch irgendwas von Maschinen erklären. Vielleicht wie die gehen, was die machen, wie du willst. Ja, kriegen wir hin. Aber ich muss jetzt tatsächlich schon weiter, also ich habe nicht viel Zeit für dich. Mhm. Wenn, keine Ahnung, du kannst dich einfach mal umschauen. Ich kann dir auch mal sagen, wo ein Acker ist von dir, ja, falls du da mal hinfahren möchtest. Wo fährst du jetzt? Warte, komm mal kurz mit. Ja. Dann kannst du dich schon mal mit der Gegend vertraut machen. Weil ich muss jetzt da noch weiter, bei mir kommt noch der Mähdrescher. Und den alten LKW haben sie immer noch. Genau, den haben sie immer noch. Das ist auch, haben sie auch noch relativ die häufig genutztes Fahrzeug gewesen und ist es auch noch, weil man halt eben die Aufbaubrücke wechseln kann. Das ist halt schon praktisch. Ja gut, da kann ich dir ja vielleicht dann auch mal helfen. Also wenn du was brauchst, kannst du dich auch melden, auch wenn ich vielleicht nicht so breit aufgestellt bin wie du dann teilweise. Ja, das mache ich gern und ich komme auf dich zurück. Vielleicht lasse ich dich auch mal mit einem meiner Fahrzeuge fahren. Da freue ich mich schon. Oder so, das kriegen wir schon. Also du kannst mal hier hochschauen und merken, wenn du jetzt hier die Straße runterfährst, ja, und dann musst du links, also die nächste Kurve links und dann gleich die nächste Kreuzung rechts. Dann geht's so einen Berg hoch, das siehst du auf der linken Seite dann sogar mein Hof. Okay. Und oberhalb von meinem Hof hast du Weinreben, also da kannst du gerne mal hinschauen, dich ein bisschen mit der Gegend vertraut machen. Ah, das machen wir doch. Die anderen zwei Acker kann ich dir auch mal zeigen oder du schaust selber, ob du es erfindest, mit dem Bulldog ein bisschen rumfahren. Ja. Das kriegst du nicht dazu, glaube ich. Okay. Ja gut, dann ziehen wir erstmal um. Genau, wir sehen uns wieder. Wir hören uns, vielleicht sehen wir uns ja mal auf der Bierle oder was. Ja, ja, wenn was ist. Ich rufe dir auch. Genau, oder wir schreiben wieder zusammen, wie bisher ja auch immer. Das kriegen wir. Okay. Also, ciao. Tschö. So, dann ziehen wir uns erstmal um. So, haben wir uns einmal umgezogen. Und dann schauen wir mal. Nehmen wir doch geradewegs nicht den LKW, sondern Deutz. Da ist vielleicht die Scheibe noch gleich. Schauen wir mal. So, läuft er auch schon. Und dann fahren wir mal hier rum. Na, Vorwärtsgang noch rein. Handbremse raus. Ah, so geht es doch. Und mal vorsichtig. Es war jetzt alles ein bisschen kleiner. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, hier können wir bestimmt auch drüber fahren. So, was hat er gesagt? Recht. Also hier geradeaus quasi. So, fangen wir einmal hier an. Und dann die Kurve runter und dann rechts. Wenn ich mich recht erinnere. Also hier hoch. Na, schauen wir mal. Der qualmt aber gut. Ah, da ist er doch. Und hier oben hat er dann gesagt, oberhalb von seinem Hof. Wahrscheinlich hier links. Das sieht doch echt nicht schlecht aus. Ich fahr mal hier drüben kurz. So, Mutter, lass mal gerade mal laufen. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Sie sind auf erntereif, so wie es aussieht. Also, zumindest laut meinem Auge, aber so wie mir bekannt ist, sind die erntereif. Ja, ja. Gut, dann hat er gesagt,
einfach weiterfahren. Schauen wir mal. Ja, einfach weiterfahren. So, da kommt hoffentlich nichts. Sieht ganz gut aus. So, fahren wir mal. Vielleicht hier hinten. Vielleicht haben wir da ja Glück. Sieht zwar nicht so aus, aber man weiß ja nie. Oh, schöne Halle hier. Oh, wer kommt denn da hinten? Was denn das schick ist. Da warten wir doch gerade mal. Und da so einen schönen IAC. Die haben ja einen schönen IHC. Wie alt ist der denn? Was? Die haben einen schönen IHC. Warte mal, ich muss ausmachen. Lassen Sie mich mal kurz hier raussteigen. Ja, warten Sie. Oh, guten Tag. Sie haben einen schönen IHC. Wie alt ist der denn? Danke. Euer 72. Oh, sehr, sehr schönes Teil. Alles. Sehr schön. Meine Frage. Ja. Was fahren Sie mit dem Traktor von Mainz? Sie meinen den Deutz? Ja, na klar. Vom Heinz, vom Heinz Herzwein. Ja, genau. Ja, ich bin der Enkel vom Heinz, aber der ist ja leider letztes Jahr verstorben. Wenn ich mal fragen darf. Ich habe Sie gar nicht auf der Beerdigung gesehen. Ja, ich konnte leider nicht kommen, weil ich in Amerika war. Und dort quasi einen Auslandsbesuch hatte. Eieiei. Aber ich werde dafür jetzt hier den Hof von ihm weiterführen. Übrigens, ich bin der Thomas Herzwein. Freut mich, ich bin der Rockefeller, Justin. Auch meinerseits, freut mich. Ist okay, wenn wir uns tut? Ja, das passt. Du übernimmst jetzt die Winzerei? Ja, genau. Gut. Wenn man mal irgendwie Hilfe braucht. Ich besitze das ortsansässige LU. Warten Sie mal, ich besorge mal kurz eine Nummer. Ich schreibe hier mal kurz auf. Ja, machen Sie. Wie gesagt, wenn Sie mal Hilfe brauchen, bitteschön. Dankeschön. Brauchen Sie irgendwie noch Hilfe? Wegbeschreibung? Also ich werde auf jeden Fall mit Ihrem LU auf Sie zurückgreifen, aber ich hätte tatsächlich noch eine kleine Frage an Sie. Ja. Und zwar wissen Sie, wo, also ich habe jetzt den einen Weinberg hier bei meinem langzeitigen Freund Wettelsheimer noch gesehen, aber ich weiß, dass wir noch zwei weitere Weinberge hatten, aber ich weiß jetzt nicht genau mehr, wo die sind. Können Sie mir da weiterhelfen? Ich bin auch nicht so lange hier, aber ich bin schon ein, zwei Mal daran vorbeigefahren. Mhm. Haben Sie hier so eine Karte? Ja, glaub schon, waren Sie mal. Gehen Sie mal auf die Karte. Aha. Wenn Sie unter der BGA mal gucken. Die BGA, ist so, lassen ist Sie so mich mehr, schauen. Ist mehr so. Geben Sie mir mal kurz, ich muss erstmal die BGA finden. Ah, da, ja. Sag ich mal, im Flurstück Nummer 37. Ah, da. Mhm. Da ist ein Weinberg. Okay. Und wenn Sie Richtung Süden der großen Karte gucken, das ist der Flurstück Nummer 8. Das ist Obrena. Okay. Okay. Sehr gut. Und, da ich gehört habe von Ihrem Großvater war es, ne? Ja. Mhm. Anscheinend haben Sie irgendwo noch eine Streuobstwiese. Ich weiß aber nicht wo. Okay, da muss ich mal schauen. Vielleicht kann mir da ja der Herr Wettelsheimer weiterhelfen. Ja. Okay. Wie gesagt, ich mache nur mal hier meine Feldwirtschaft und meine... Also fahre ich am besten wahrscheinlich nach Karte. Am besten ja. Okay. Am besten fahren Sie erstmal hier den Weg runter.
Dann kommen sie wieder in die Stadt. Okay, sehr gut. Vielen Dank Ihnen. Einen schönen Tag dir auch noch. Danke. Tschö. Tschö. So, dann fahren wir da geradewegs mal hinterher. Schauen wir mal. Mensch, der knallt aber auch gleich hier. Was Vollgas, du. Der hat den wahrscheinlich nicht nur restauriert, der hat wahrscheinlich noch mehr da dran gemacht, so schnell wie der damit unterwegs ist. So, dann müssen wir hier rechts, wenn ich das gerade eben richtig gesehen habe auf der Karte. Und dann hier am besten wieder rechts. Wenn ich da nicht ganz falsch liege. So. Mal rechts halten und dann müssen wir irgendwann zu einem Kreisverkehr kommen. Schau mal. Ach, die laufen ja auch einfach auf der Straße. Mensch, geh mal aus dem Weg hier. Das gibt's doch gar nicht. So, schau mal. Also ich glaube hier zweite Ausfahrt. Das müsste sein. Das sieht doch schon mal gut aus. Da wird es auch bergig. Das könnte passen. So, hier steht der Mais. Was haben wir hier? Na, hier sind ein paar Weinreben. Das sieht doch ganz gut aus. Na, schauen wir doch gleich mal. Geht's hier irgendwo vielleicht mal links rein? Ja, hier. Können wir doch bestimmt hier kurz parken. So, einmal Handbremse. So. Ja, das werden sie sein. Sieht doch ganz gut aus hier. Die sind auch fast an der Reife. Müssen wir mal hier mit Melu sprechen, ob die da was Schönes zum Ernten haben für mich. Gut. Einmal haben wir noch. So, dann schauen wir mal weiter. Schauen wir nochmal kurz auf der Karte. Gemeint Richtung BGA unterhalb. Und dann müssen wir hier vor. Hier irgendwie wieder auf die Straße und da hoch. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Hier links rum. Ja, und dann kommen wir hier auch schon wieder auf die Straße. So, ich glaube, da müssen wir hier rechts, wenn ich das richtig gesehen habe. Straße frei. Sehr gut. Fahren wir mal hier rum. Und dann, was haben wir denn da? Ortsschild. Biogasanlage. Da wollen wir hin. So. Hier rum.
Und dann wieder rechts halten. Und dann den zweiten Feldweg oder so. Hier noch nicht. Ja, hier wahrscheinlich. Auf der Hauptstraße. Ja. Ah, das ist nur die Bushalte, okay. Dann hier links rum. Und dann hier wieder rechts. Sieht bei aus. Ah, da sehe ich doch schon mein Weg. Das sieht doch gar nicht so falsch aus. Schauen wir mal kurz. Das ist aber ein größerer Acker. Der ist nicht ganz so klein wie die anderen. Und die sehen auch erntereif aus. Ja, ja. Richtig schön. Gut. Dann schauen wir mal. So, dann rufen wir am besten gleich mal Herrn Rockefeller an, ob der einen Traumernter hat, weil dann holen wir das Zeug möglichst schnell runter, ehe es schlecht wird. So, wo habe ich denn seine Nummer? Ah, da ist er. Hallo, Rockefeller. Hallo, hier der Herr Herzwein. Ja. Haben Sie kurz Zeit? Grad schlecht. Ja gut, ich frage Sie jetzt trotzdem, egal ob Sie Zeit haben oder nicht. Und zwar, hätten Sie Zeit, beziehungsweise ein Traubenernter? Nee, habe ich nicht. Weil den haben wir doch bisher immer bei Ihnen gehabt. Nee. Nicht? Nee. Wissen Sie, wo ich da einen herbekomme am schnellsten? Nee. Doch, vom Händler. Händler? Okay. Ja. Ja gut, dann fahre ich zu dem runter. Oder fahren Sie hin. Okay, mach das. Ich hab Stress. Okay, vielen Dank. Jo, tschö. Tschö. So, gut, dann fahren wir da mal hin. Sind wir doch von auch schon vorbeigefahren. Fahren wir einmal hier hoch. Und dann hier links rum. Hier rechts. Ja, lauft's dazu. Ah, hier ist wieder die Bushaltestelle. So, dann müssen wir hier weiter. Und dann, wenn ich es richtig weiß, hier links runter. Müssten wir da hinkommen. Mensch, laufen die wieder mitten auf der Straße, du. So, Landmaschinenhändler, da sind wir doch richtig. Da wollen wir hin. So, schauen wir mal. Machen wir mal aus hier. So, Jonas, also, dein Grubber, habe ich mir aufgeschrieben, der Gabelspieß auch, das bringen die dann an den Hof, oder? Genau, wenn es geht, die Gabel, also so schnell wie möglich, weil, dein Kollege, glaube ich, beziehungsweise der Chef von Melu, der ist gerade persönlich bei mir am Essen. Mhm. Ich hoffe, das klappt alles. Ich hoffe, der ist zufrieden. Naja. Also normal müssen die Gabel heute noch kommen. Also das müssen wir hinkriegen heute. Ja, das wäre super, weil dann werde ich schauen, dass ich die beiden so schnell wie möglich heimbringe.
Und der Gruber pressiert nicht, also das hat Zeit. Da hab im Moment eh noch keinen Fahrer. Also ich selber kauf's eh nicht, wenn ich heute noch beim fahre. Das ist ein Blödsack auch am Abend. Ja, normal müsste es beides heute kommen. Also ich habe es jetzt gerade bestellt und ich rufe dich dann an, wenn ich so auf dem Weg zum dir bin. Ja? Genau, das machen wir so. Passt. Gut, passt dann. Mach's gut, gell? Adi. Ciao. Ciao. Gut, ich muss. Warte, du auch nochmal kurz, Ding. Servus, ich bin der Thomas. Der Engel vom Heinz, Herzwein. Ich habe ja mit dem Justin geschnackt und er hat gemeint, der hat keinen Traubenernter. Könntest du mir einen besorgen? Weil ich führe jetzt vom Heinz die Winzerei weiter. Ja, klar, den kenne ich natürlich. Ja. So auf morgen oder so? Das müssten wir hinbekommen. Morgen Mittag, passt es? Ja, das passt. So gegen 13 Uhr. Ja. Sollen wir dir vorbeibringen, oder? Ah, nee, komm vorbei. Okay, passt. Das passt schon. Jan, okay? Ja, machen wir. Ja, passt. Okay. Also dann, ja. Ciao. Mach's gut. Ciao. Also, du. Danke dir nochmal, Jan. Ciao. Ja, danke. Ja, klar, Jonas, ne? Bis später. Und Thomas, hast du dich schon gut eingelebt, wie ich mitkrieg? Ja, ein bisschen. Hab jetzt schon gefunden, du, noch eine Frage, vielleicht weißt du das ja, der Herr, der Rockefeller, Justin, der hat was erzählt, dass sie Streuobstwiesen zugekauft haben. Ja, genau, das war schon. Weißt immer. Du, wo die sind? Immer die besten Äpfel gehabt. Wie bitte? Weißt du, wo die sind? Da müsste ich nochmal meine Frau fragen, ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Ja, okay. Die müssen wir nochmal nachschauen. Ja, pressiert jetzt auch nicht. Dings, alte Karte, wo das bestimmt vielleicht noch ein Zeichen ist. Müsste ich mal schauen, ob ich da noch was finde. Ja gut, ich habe jetzt auch nichts mehr zu tun. Hast du dann heute Abend Bock auf ein Bier oder so? Tendenziell ja gern. Ich muss bloß schauen, wie ich es so schaffe, weil Herr Rockefeller ist gerade noch beim Pressen. Ja, ich muss schauen, dass ich die Ballen noch einkriege. Ja, okay. Ja, ja. So. Schaut zwar nicht danach aus, aber ich habe es trotzdem immer lieber so schnell wie möglich daheim. Und dann. Ja gut. Danach gern. Okay. Wir können es ja so machen, wir rufen einfach zusammen. Machen wir. Okay, einwandfrei. Also ich muss weiter. Ja, dann bis heute Abend. Mach's gut, bis später. Ciao. So. Gut, dann fahren wir wieder heim. Dann haben wir auch für morgen den Traumernter. Das ist sehr gut. Kannst da direkt weitergehen. Dann wäre das Zeug auch nicht schlecht. So. Mensch, geht mal aus dem Weg hier. Lauf doch nicht immer auf der Straße. Das gibt's da nicht. Ist ja schlimm hier. Amerika fast keiner. Und hier latschen sie alle auf der Straße. Ist ja schlimm. So. Parken wir den gerade mal wieder. Hier wird schon passen. So. So, mal wieder zu. Gut, dann können wir uns ja erst nochmal ein Ründchen hinlegen von der langen Fahrt.